Jo, immer wieder jemanden, der mich hier disst, weil er nicht kapiert, was mein Recht und meine Meinungsfreiheit ist. Jo. Ihr dreht das denn auch noch hin zu euren Gleichen, als würde ich gegen euch fighten, als würde ich in eure Plattform streiten und mich über euch beweisen. Ihr stellt mich dann quasi als Übermenschen dar, nur weil ich rede sachlich und klar, nur weil ich Fakten bringe, gegen die ihr tut, euch dann auch lehnen, anstatt irgendwo in euren Herz euch zu bequemen, dass es im Verstand tut auch verstehen, dass ich hier nur Klartext zu geben im Leben und sachlich zu stehen. Mit Tatsachen, die sind gegeben, ihr, yeah. Das begreift ihr nicht. Bringt ihr dann Parolen wie ich würde euch meine Meinung aufdringen, dabei tue ich doch hier nur einen Track wieder rausbringen. Und auch wenn ich irgendwo etwas sachlich schreibe, heißt es nicht, dass ich meine Meinung über euch geige, sondern dass ich nur Klartext gebe und dazu stehe, wovon ich rede. Dann müsst ihr nicht gleich wieder es so hinstellen, als würde ich meine Meinung über euch zählen. Ja, sondern ich gebe nur das, was ich denke, ich kann dazu stehen. Und wenn ihr das nicht könnt, braucht ihr keine Scheiße zu reden. Und wenn ihr mich denn noch angreift, disst und hatet, dann müsst ihr doch nicht wundern, wenn es Reaktionen regnet. Wenn ich dann auch sage, was ihr seid, wenn ihr gegen meine Person anfeilt, wenn ihr meint, ihr müsst gegen mich stehen, dann werde ich auch über euch reden, ja. Yeah. Aber ansonsten gebe ich hier nur Klartext zu verstehen. Von denen tu, was ich rede. Und auch zu meinen Beiträgen eben werde ich mich nicht über etwas stellen, sondern frei und friedlich leben. Doch kommt nicht in mein Leben und greift mich nicht an. Ihr habt es doch dann in eurer Hand. Ja, und wenn ihr meint, ihr müsst Stress mir bringen, werde ich gegen eure beschissene Art dringen. Ja. Wenn ihr meint, ihr müsst in mein Leben dringen, werde ich gegen eure beschissene Art anspringen. Yeah. Ich komme gut klar mit Menschen, die sich sozial benehmen und nicht dauernd sich gegen mich bewegen und sich über mich erheben und meint, sie müssen treten in mein Leben. Ja, und dann auch noch verdrehen, als würde ich mich über sie stellen und erheben. Das würde ich nicht tun in meinem Leben, sondern ich reagiere und das ist guten Recht und das kapiert ihr nicht. Da ist euer Hirn zu weit weg. Ja, ihr müsst erstmal verstehen, Klartext sachlich was zu geben von dem Mist, den tut ihr da reden. Ja. Ihr meint immer die Sache dann so zu verdrehen, als würde ich kommen in euer Leben und irgendwo mich über euch stellen und stehen. Doch so ist es nicht, so ist es nie gewesen, denn ich bin nur interessiert am Leben und tu nur Freestyle hier geben, ohne mich über euch zu bewegen. Ja. Es sei denn, ihr tretet eben in mein Leben, dann ist es in eurer Hand gewesen, zu entscheiden, ob ihr entscheidet euch, mich zu stellen entgegen. Und dann wird es auch wieder Reaktionen regnen. Ja, das ist meine Meinungsfreiheit, das ist mein Leben, hier ist meine Grenze. Habt ihr sie gesehen, jetzt ist sie wieder weg und hat sich erweitert. Kein Wunder, dass es immer wieder neue gibt, neue Streiter, keine Ahnung. Ja, du musst es endlich mal sehen. Ich tue alles nur sachlich begegnen. Mit Fakten tue ich in dein Hirn reindringen. Und ein wenig mit deinem Verstand abzwingen. Yeah, kannst du es nicht sehen? Ich bin hier nicht das Problem, sondern ich tue nur gegen deine Aggressionen stehen, die du gibst gegen mein Leben. Ja, das musst du irgendwann mal verstehen. Und wenn du genug Bildung hast, dann komm raus aus deinem selbst geschaffenen Knast und kannst auch gerne mit mir reden. Dann habe ich auch wieder mehr zu geben, als eben nur als Reaktion gegen deine Scheiße zu stehen. Ja, yeah, Bitch, komm klar, ja.